Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem 100 Fakten Video über das Tekken Lite Plus Let's Play von Johnny the Banana und mir. Zusätzlich gibt's heute auch mal wieder eine kleine Verlosung. Ihr könnt Crusaders of the Lost Idols im Elite Starter Pack gewinnen. Einfach einen Kommentar da lassen und ihr nehmt automatisch dran teil. Und damit viel Spaß mit dem Video. Fakt 1. Der Eintritt ins LPT war eigentlich sau spontan. Wir hatten einfach an einem Nachmittag mal gedacht, komm, lass mal was aufnehmen und daraus wurde dann dieses Let's Play. Fakt 2. Beinahe hätten wir in Folge 600 das Modpack gewechselt, da wir ein Upgrade machen wollten, haben uns dann aber zum Glück dagegen entschieden. Fakt 3. Es fehlen zwei Take-Stellen, wo die Gäste so behindert waren, dass ich das einfach nicht mehr ausstrahlen wollte und dann letztendlich doch gelöscht habe. Fakt 4. Bis Folge 232 haben Johnny und ich den Server noch per Hamachi auf dem PC gehostet. Sprich, ich habe das ganze den ganzen Server gehostet, ich habe gleichzeitig aufgenommen. Das war ziemlich krass, dass das überhaupt ging. Fakt 5. Zum Ende des LPTs hatte ich immer noch listenweise Ideen, die ich nie umsetzen konnte. Fakt 6. Die erste Folge wurde am Ostersonntag 2013 aufgenommen und ausgestrahlt. Fakt 7. Ab Folge 233 haben wir zum Hosten Nitrado verwendet. Fakt 8. Ab Folge 719 sind wir dann von Nitrado umgestiegen auf den NoetzDE-Server. By the way, wenn ihr gerade nach einem günstigen Minecraft-Server oder V-Server sucht, seid ihr mit NoetzDE natürlich an der richtigen Stelle. Schaut einfach mal in einem der Links hier unten in der Beschreibung. Fakt 9. Ich hatte vorher eine private Serie von Tekken Lite, die sich aber einfach nicht durchsetzte und das allein auch weniger Spaß machte als zusammen mit Johnny the Banana. Fakt 10. Im Let's Play hat Johnny einmal eine Cola verschüttet und seine Tastatur und diverse Papiere verdreckt. Das Ganze war echt lustig anzuschauen. Eine Abwechslung, muss ich echt mal sagen. Scheiße. Scheiße. Sowas sagt man doch nicht. Oh, Kacke, Mann. Mir ist gerade die Cola... Ah... Die schöne Cola, scheiße. Fakt 11. In einer Folge saß meine Schwester neben mir und hat einfach ein paar Mal gelacht. Das Ganze kann man sogar, wenn man richtig hinhört, in der richtigen Folge kurz hören. Fakt 12. Es gab eine Folge 666, aber die wurde letztendlich zu krass. Deswegen habe ich die im letzten Moment doch nicht veröffentlicht und letztendlich gibt es jetzt nur so ein komisches 3-Sekunden-Video. Fakt 13. Aufgrund der hohen Folgenanzahl gehört unser LPT zu den längsten Minecraft-Serien weltweit. Fakt 14. Ursprünglich sollten noch sehr viele Gäste folgen, da ich extra über 60 neue Grundstücke abgesteckt hatte. Dazu kam es dann aber nicht mehr, weil das Let's Play ja mittlerweile vorbei ist. Fakt 15. Besucherhausen war eine sauspontane Idee von Johnny und mir und hatte sich durch seinen geeigneten Platz tatsächlich durchgesetzt. Fakt 16. In Tekken Lite haben wir sehr viele Leute kennengelernt, die heute nicht nur ein Teil der Community, sondern auch gute Bekannte und Freunde wurden, mit denen man immer gerne mal zusammen zockt oder labert. Fakt 17. Durch einen Irrtum haben Johnny und ich uns mal einen Gendrucker gecheatet und damit Bienen bekommen, die man eigentlich später löschen müsste, aber wir dann irgendwie nicht gemacht haben, weil wir ziemlich filthy sind. Fakt 18. Das Modpack war anfangs nur ein leicht modifiziertes Tekken Lite. Doch wir haben im Laufe der Zeit immer mal wieder Mods zugefügt und das machte das Modpack zu dem, was es heute ist. Fakt 19. Johnny hat einmal einen sehr unangebrachten Witz gemacht, den ich tatsächlich rauscutten musste, weil der einfach zu krass war. Letztendlich wurde der aber zu einer Art Running Gag. Du verdammter, verdammter kleiner... Fakt 20. Ich habe das Let's Play als völliger Modpack-Noob begonnen und man sieht im Verlauf der Serie, wie ich immer mehr mit den Mods zurechtkomme. Fakt 21. Ich habe hunderte Folgen eine Villa gebaut, die ich dann irgendwie nicht mochte, die letztendlich zerstört habe und wieder eine neue baute. Fakt 22. Ein Großteil der Map haben wir durch Terraforming aufpoliert. Fakt 23. Es gab hin und wieder zu gastlosen Zeiten seltsame Vorkommnisse, die wir uns bis heute nicht erklären können. Herobrine gibt's nicht, da sind wir uns ja alle einig, dennoch sind da irgendwelche Dinge passiert, die wir uns bis heute nicht erklären können. Fakt 24. In dem Reboot von Tekken Lite Plus habe ich eigentlich gar keine neue Welt angefangen, sondern bin einfach nur ganz weit weg gespawnt und habe da quasi den klassischen Gronkh abgezogen.
Fakt 25. Man kann im LPT super gut den Qualitätsausschwung sehen. Erst ein gewöhnliches Headset und Schnitt mit Camtasia bis hin zu einem Studiomikrofon und Schnitt mit Premiere Pro. Sprich, die Folgen werden staffelweise einfach immer besser von der Qualität her. Ganz gut anzusehen. Fakt 26. Wenn man die Map downloadet und sich alles anschaut, findet man tatsächlich lauter Easter Eggs, die sehr viel Geschichte erzählen. Fakt 27. Wir haben oft versucht, diese Serie wie Integrated Light Plus einfach nochmal neu aufleben zu lassen in den neueren Modpacks. Doch solch eine geile Serie von dem Feeling her, von der Länge her und von dem Spaß, den wir da hatten her, ist das einfach nicht mehr möglich und Minecraft hat einfach diesen Hype, den es mal hatte, verloren. Muss man einfach sagen. Fakt 28. Man merkt ab Folge 750, wie Johnny spürbar immer mehr an Lust verliert und sich mehr oder weniger für die Community zwingt. Doch egal. Aua. Juckt mich nicht. Zombie. Doch alles egal. Fakt 29. Nach Johnnys Austritt habe ich versucht, Ersatz zu finden, aber einen Johnny Banana kann man nun mal nicht ersetzen. Und so viel Skill hat auch keiner, deswegen kam die Let's Play-Serie dann irgendwann auf ein Ende zu. Fakt 30. Folge 100 sollte ein tolles Special werden. Insbesondere deswegen, da wir eigentlich gedacht hatten, dass wir gar nicht mehr so weit machen. Und deswegen sollte 100 halt so krass werden und wir haben versucht, da irgendwie so eine Party-Szene zu machen mit den Skills, die ich halt zu der Zeit hatte. Und deswegen hatten wir in Folge 100 dieses komische Special. Fakt 31. Folge 100 wurde wegen der SpongeBob-Musik, die wir da drin benutzt haben, von Warner Bros. Music gesperrt und ich habe nach einiger Zeit dann irgendwann mal ein Reboot bzw. ein Remake der Folge hochgeladen mit anderer Musik. Fakt 32. Den Enderdrachen haben wir uns für Folge 500 aufgespart. Dort lernen wir übrigens auch Biobanane XXL kennen. Fakt 33. In Folge 600 haben wir zum ersten Mal die Community eingebunden und derbe gefeiert. Fakt 34. In Folge 800 gab es mal einen Nitrado-Hate. Nitrado hat einen viel zu guten Ruf unserer Meinung nach und es gibt viele, viele andere und bessere und vor allem günstigere Alternativen. Also haben wir einfach mal eine filmmäßige Angriffsaktion auf Nitrado gemacht, um da ein bisschen, naja, unsere Meinung interaktiv auszulassen. Fakt 35. Aus rechtlichen Gründen steht an vielen Stellen Nitradu in Folge 800 anstatt von Nitrado. Fakt 36. Folge 1000 sollte episch werden und ich bin nach wie vor zufrieden. Wir wussten, dass wir es nicht wie Gronkhs Folge 1000 kriegen und mit dem auch gar nicht aufnehmen können, haben aber wirklich versucht, uns da so viel Mühe reinzustecken. Das ist sehr, sehr viel Arbeit gewesen und hat Wochen gedauert, ehe das mal fertig gecuttet war und alles. War aber ziemlich krass. Fakt 37. Folge 1000 hat viele verschiedene Akte, wie zum Beispiel Flensmod mit der Community und dem Krieg, den wir seit langem schon angekündigt hatten. Fakt 38. Ich machte ursprünglich in Folge 300 einen Gag, dass das Dach wahrscheinlich erst in Folge 1000 fertig sein würde, so wie es da gerade vorangeht. Und so war es dann tatsächlich auch. Fakt 39. Johnny's Jeffrey, der Butler, ist eine Anspielung auf French Prince von Bel Air. Fakt 40. Der längste Take in Take It Light gegenüber 7 Stunden. Ja, habt ihr richtig gehört, wir haben 7 Stunden am Stück aufgenommen. Fakt 41. Wir mussten mal ein Backup laden, da Johnny einen Schalter bei mir umgelegt hatte und sich damit selbst genugt hat. Fakt 42. Es sollte mal einen Nils LP Freizeitpark geben. Platz hatte ich geschaffen, doch der Park bleibt ein unumgesetztes Projekt. Fakt 43. Ich habe die Textur von Tungsten hin und wieder mal angepasst, um es zumindest als Deko-Block nutzbar zu machen. Fakt 44. Johnny ist gay. Mit irgendwelchen behaarten alten Männern, die dich waschen wollen. Mal diese behaarten alten Männer, die gegenseitige Waschung betreiben. Fakt 45. Ich bin gut im Jump'n'Run. Tja, da hast du wohl verkackt. Ne? Nein, nein, nein! Scheiße! Fakt 46. Fakt 45 ist eine Lüge. Fakt 47. Das U-Bahn-Geflecht in der Welt wurde zum Ende hin saukomplex, aber tatsächlich vollkommen funktionsfähig.
Fakt 48. Johnny hatte als Waffe eine Zeit lang ein Todesschnitzel, welches tatsächlich daraus zu einem Running Gag wurde, aber irgendwann dann halt mal auf seltsame Weise verschwand. Hat wahrscheinlich bestimmt irgendein Gast gefressen. Fakt 49. Ich hieß in Take It Light erst Multi Diamond Hunt. Ich sage nicht warum, aber viele werden es wissen. Fakt 50. Aufgrund meines falschen Namens war auch das erste Intro falsch und ich musste es nachbearbeiten. Oh, und damit haben wir die Hälfte geschafft. Wuhu! Fakt 51. Das Modpack Take It Light Plus heißt unoffiziell MBC-APT auf dem Technik-Launcher, da man das Wort Take It als Namen dort nicht benutzen durfte. Fakt 52. Johnny hat im APT mehr mit Bienen gezüchtet als ich. Folge 53. Johnny hatte eine gute, effiziente Scrap-Anlage, die meine sogar tatsächlich übertraf. Fakt 54. Es gab einen Bug mit dem Regen und weil Johnny nicht ständig Schnee schippen wollte, bauten wir offscreen eine riesige Glasdecke über sein Grundstück. Fakt 55. Ich habe die Glasdecke in Folge 1000 vergessen und deswegen nicht Johnnys Burg gesprengt, sondern meine einzige Antimatter auf die scheiß Glasdecke gepfeffert. Fakt 56. Die meiste Musik, die ich verwendet habe im Let's Play, sind Sonic the Hedgehog Remixes. Fakt 57. Take It Light Plus hat derzeit eine gesamte Wiedergabezeit von über 4 Jahren. Fakt 58. Es gab in Modpack einen Bug, der die ganze Welt hätte zerstören können und das unwiderruflich. Fakt 59. Take It Light Plus hat zu diesem Zeitpunkt 3000 Installationen auf dem Technik-Launcher. Fakt 60. Take It Light Plus wurde zu diesem Zeitpunkt über 27.000 Mal gestartet. Fakt 61. Die ersten 700 Folgen haben eine Laufzeit von 221 Stunden, also 9,2 Tage. Fakt 62. Bezogen auf Fakt 61 müsste die ganze Serie so um den Dreh so 14 Tage Laufzeit haben. Also wenn ihr mal irgendwie 14 Tage am Stück nichts zu tun habt, guckt Take It Light. Fakt 63. Ja, ich habe die Serie bisher einmal komplett fürs Schneiden und die Folgenbenennung geschaut. Fakt 64. Ich schaue die Serie derzeit sogar nochmal für die Best-ofs und halt dieses Faktenvideo hier. Fakt 65. Die kürzesten Folgen sind die neue 666, Folge 686 und Folge 141. Fakt 66. Die längsten offiziellen Folgen sind 1576 und 685. Fakt 67. Der längste dagewesene Gast war Biobanane XXL. Fakt 68. Der kürzeste Gast war Steelycrafter. Fakt 69. Wir hatten ein heiliges Feuer aus Folge 100, was ein, naja, so eine Art Markenzeichen wurde mit der Zeit. Fakt 70. Misuti, ein Gast, der mal da war, löschte dann aus Versehen das Feuer und zerstörte damit das Wahrzeichen, weswegen Johnny durchdrehte und ich ihn in Folge 1000 Strafarbeit machen ließ. Fakt 71. Einige Zuschauer nutzen Take It Light Plus für ihre eigenen LP-Serien. Ich weiß nicht, ob es die jetzt alle noch so gibt, aber auf jeden Fall gab es da hin und wieder mal Leute, die das Let's Played haben. Und das fand ich echt cool. Fakt 72. Johnny hat mal Creative benutzt und flog in einer Folge ganz kurz sichtbar durch den Himmel. Fakt 73. Johnny war im LPT ständig müde. Lol. Fakt 74. Im Laufe der Serie war ich einmal 6 Wochen lang im Krankenhaus und das LPT wurde so lange nicht aufgenommen. Fakt 75. Fakt 74 hielt sich tatsächlich noch in Grenzen, da wir sehr lange im Voraus aufgenommen hatten und deswegen nicht lange die Folgen fehlten. Fakt 76. Die Homo-Hütte, später Homo-Villa, ist derzeit ein Running Gag, um Lügner auffallen zu lassen, die meinen, sie hätten die ganze Serie komplett angeschaut und dann doch gegen die Wand laufen. Fakt 77. Die Serie ist insgesamt in 7 Staffeln aufgeteilt. 7 Staffeln. Fakt 78. Staffel 1 umfing den Einstieg und die Hineinfindung. Fakt 79. Staffel 2 umfing hauptsächlich technischen Aufschwung und Bienenkultur. Fakt 80. Staffel 3 umfing dann Zug, Streckenbau und viel Adventure. Fakt 81. Staffel 4 umfing hauptsächlich Industrialisierung. Fakt 82. Staffel 5 und Staffel 6 umfingen dann sehr viel Terraforming und Endgame-Stuff. Fakt 63. Staffel 7 ist der Reboot, der sich leider nicht durchgesetzt hat. Fakt 84. Ich war in einem Take mal sehr krank
und habe mich mehr oder weniger zur Aufnahme gezwungen. Fakt 85, der ganze Bereich hier ist geterraformt und ist eigentlich mehr, auch hier. Fakt 86, dieser Platz sollte ursprünglich ein Dorf werden, doch wurde letztendlich ein gemeinsames Bauprojekt. Fakt 87, die Listen mit den Bauprojekten habe ich bis heute noch hier liegen und hatte eigentlich immer wieder vor, das in neueren Projekten durchzusetzen. Dazu kam es dann aber irgendwie nie. Fakt 88, die Zugstrecken sollten noch sehr, sehr weit gehen, damit ich später dann Let's Talks hätte machen können. Das war eigentlich ursprünglich so geplant, dass eine Fahrt so zwischen 30 Minuten und 40, 50 Minuten gehen könnte, wenn man denn so lange Let's Talk-Folgen machen wollen würde, dass man quasi eine ewige Zugstrecke hat. Und das wäre eigentlich ziemlich geil gewesen, aber ich glaube, wenn man die komplette Zugstrecke, wie sie jetzt existiert, langfahren würde, braucht man vielleicht eine Viertelstunde maximal. 10 bis 15 Minuten würde ich jetzt mal so schätzen. Fakt 89. Die Serie begann am 25.03.2013 um 16 Uhr und endete offiziell am 17.10.2016 um 13 Uhr. Ging also weit über 3 Jahre lang. Fakt 90. Mir ist bei dem Zusammenstellen der Fakten aufgefallen, dass ich noch eine Bonusfolge habe, die nie herauskam. Mal gucken, was ich damit anstelle. Ob ich die irgendwann mal rausbringe oder ob ich da noch ein bisschen hin mitmache. Ich habe. Was fällt mir da schon ein? Fakt 91. Tech It Light sollte in Zukunft als Streaming- und Let's Talk-Welt da sein, aber so richtig irgendwie nicht. Also für Let's Talks wollte ich neue Serien nutzen und das andere, das hat sich dann einfach nicht durchgesetzt. Fakt 92. Nur durch die Community konnten sich viele Dinge so entwickeln, wie sie jetzt sind. Dazu gehören zum Beispiel das verbesserte ME-System und der weltweite Zugriff auf dieses. Fakt 93, ich hatte für Musik eine über 20 Stunden lange Playlist an Soundtracks, Remixes und so weiter. Fakt 94, das schönste Haus in Besucherhausen ist von Hater Number One. Zu einem Wettbewerb kam es nie, aber hätte einer existiert, hätte er wohl gewonnen. Fakt 95, jeder Gast hatte ein Symbol, passend zu seinem Verhalten im LPT. Und das wurde dann halt in der Hall of Fame ausgestellt und kann man einsehen. Fakt 96. Das LPT ist von schwarzem Humor, unflätigen Anmerkungen und lauter Anspielung auf YouTube-Videos, Filme und Serien übersät. Fakt 97. Die aktivsten Kommentatoren waren Modbombe und The Failmaster. Fakt 98. Ich hatte mich für ein Advents-Special im Tag versehen und deswegen ist Folge 686 quasi kurz und wertlos. Okay. Morgen ist noch nicht der erste, das weißt du schon. Morgen ist erst der 30. Scheiße! Nein! Fuck! Fakt 99. Tech-Light Plus ist und bleibt trotz der mittlerweile stark outdateden Version mein Lieblings-Modpack. Definitiv. Fakt 100. Tech-Light Plus wird eines Tages noch Verwendung für ein kleines Projekt finden. Ich weiß nur noch nicht genau, wann. Aber ich denke, ich werde das eines Tages mal umsetzen. Da gibt's nämlich einen kleinen Plan und das wird ziemlich cool. So, das waren 100 Fakten über Tech It Light Plus, zumindest unsere Serie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und denkt dran, Patreon, Patreon, Patreon. Wenn ihr mich irgendwie in irgendeiner Form unterstützen wollt und ihr habt zufälligerweise 1 Euro im Monat übrig, dann wäre das ziemlich cool. Da gibt es nämlich Bonus-Stuff und so, den ihr so nicht sehen könnt. Und auch, ja, für ein kommendes Let's Play eine kleine Überraschung. Lasst euch überraschen. Fakt 74. In den letzten, was steht denn da? Ich kann das nicht lesen.